So, ich muss das nur mal. Gab's eigentlich mal so ein Star-Tod, wo du gedacht hast, jetzt bist du traurig? Ja, als Juice WRLD gestorben ist. Okay, verstehe. Da dachte ich mir richtig so, Junge, jetzt haben die mir noch den letzten genommen, den ich mochte. Jetzt wessen Musik soll ich jetzt noch hören, habe ich mir dann gedacht. Weißt du, bei wem mir es ein bisschen ist, ich finde, also ich sage es mal so, ne, ich vermisse Freddie Mercury, obwohl ich ihn nicht mal so miterlebt habe. Trotzdem ist bei mir so, ich feiere seine Musik und ich feiere halt allgemein Queen oder so. Ja. Und denke ich vielleicht auch noch so, Digga, ich schade, dass ich jetzt so spät geboren bin. Ja. Dass ich halt nicht die ganzen geilen Bands miterlebt habe. Ich weiß, AC/DC und so, das hätte ich auch geil miterlebt, ne? Das wäre absolut geil. Ich denke mal, ich werde aus dem Video hier einfach ein paar mehrere Folgen machen. Also können wir ja anfangen, über verschiedene Themen zu reden. Ja. Das ist jetzt Thema 2, die verstorbenen Musiker, die wir vermissen. Ja. Oder Stars halt. Ja. Wer ist denn noch gestorben, wo ich mir denke, so schade, schade. Ich weiß es gar nicht. Also ich glaube, es gibt bei mir nicht mehr so viele, aber ich bin halt nicht besonders die Person, die so denkt, na gut, ich hänge nicht so an Stars, weißt du, ich feiere halt eine Serie vielleicht. Dann feiere ich eine Serie, aber nicht die Person. Ja, ich würde auch nicht sagen, dass ich so an den Persönlichkeiten unbedingt hing, sondern eher halt an der Musik. Verstehe. So, mich stört's, dass da jetzt nichts Neues mehr kommt. Und das, was da Neues kommt, finde ich halt sehr verwerflich. Ja, natürlich. So, ich habe jetzt keinen Bock mehr auf die Scheiße. Ich suche mir was anderes. Denkst du, Michael Jackson wurde umgebracht? Oder hat das, oder was? Das war Selbstmord. Halt. Ja. Ja, klar, Alter. Ja, kann ich verstehen. Ach, Michael Jackson ist ja so ein Thema für sich. Da bin ich gespaltener Meinung. Ja, same. Das ist das gleiche wie Jeffrey Epstein. Ne? Man will halt nicht glauben, was da alles passiert ist, aber man... Ach, das würde ich nicht mal sagen. Ich hänge jetzt nicht so an dem, dass ich sagen würde, ich will das nicht glauben. Bei mir ist es eher, ich glaube den Leuten nicht, die es erzählen. Aber ich glaube auch nicht, dass das alles aus den Fingern gezogen ist. Ja, das, weißt du, das Problem ist, ich habe mich auch auf keine Seite, weil ich war nicht dabei, ja, ganz einfach. Ja. Es gibt halt keine klaren Beweise. Aber es ist halt eine bestimmte Persönlichkeit und ich glaube, jeder von den ganzen Stars läuft der Gefahr aus, außerdem exposed zu werden. Außerdem so ein Boy, dem seine Kindheit von dem Typen weggecreept wurde, der hat natürlich auch Interesse daran, da noch Kohle rauszuziehen, ganz einfach. Natürlich. Mein Gott, das muss ich mir im Replay-Editor angucken. Was habe ich gemacht? Wo bist denn du? Ich bin da hier, hinten. Ich versuche. Oh. Näher ran. Ich versuche. Ich habe einen Olli unterm Geländer durchgemacht. Aber auch der sah nicht besonders schön aus. Okay, was kann man denn hier nochmal machen? Hier, das sieht doch irgendwie aus, als könnte man was draus machen. No. Aber da komme ich ja gar nicht drauf. Nee, ich muss dir ganz ehrlich sagen, jetzt zum Beispiel, ich mag Stranger Things, ne? Ich will mir zwar die neue Staffel nicht angucken, weil ich denke, langsam ist das Thema. Ist so, die ersten zwei Staffeln fand ich geil, ab der dritten wurde es irgendwie komisch. Weißt du, wie sich mir nicht angucken werde? Wegen Netflix. Weil ich einfach kein Fan mehr von Netflix bin, weil die einfach jedes Jahr die Preise erhöhen und ich finde das einfach nicht okay. Ja, das stimmt. Weil das ich bezahle da selber nichts für. Ich habe jetzt seit 2 Jahren, glaube ich, für Netflix, seit 1 Jahr. Ich nutze es halt auch einfach nicht. Und dafür so viel Geld dann halt nicht so. Weißt du, wenn ich jetzt von morgens bis abends nichts anderes machen würde, dann wären mir die 18 Euro im Monat vielleicht noch mein Geld wert. Aber nee, Bruder. Das ist es halt, da weißt du. Ich bin deiner Meinung, entweder hast du halt Netflix oder hast gar nichts. Weißt du? Ja, genau. Oder halt, nee, nicht falsch gesagt, sondern entweder hast du Netflix oder hast alle anderen Streamdienste gleichzeitig. Ja. Und weil da ich zum Beispiel bei Prime immer... Oh Gott, da fällt mir gerade ein, ich muss mein Prime-Abo beenden. Ach, die Bastarde haben safe schon verlängert. Boah, ich habe diese 7 Testtage, weil ich was bestellt habe und das Versand nicht zahlen wollte. Ich habe safe vergessen. Scheiße, die Falle hat Schnapp gemacht.
Ey, komm, aber das sind 7 Euro im Monat oder so, 7,99, ne? Ja, ich hab's auch so gemacht. Aber ich benutze halt auch Prime Video nicht. Nicht? Okay, da gibt's keine Serie. Also guck dir mal Preacher an, das würde dir, glaube ich, gefallen. Ja, kann das ich. Das ist halt echt eine geile Serie. Guck dir die mal wirklich mal an. Wenn ich endlich mal dazu komme, wieder irgendwas zu gucken. Ja. Was soll ich sagen? Ach so, ja, weißt du, so, ich bin jetzt tatsächlich, jetzt zum Beispiel, jetzt einer von den Zwillingsleuten stirbt, ne? Das würde mich halt überhaupt nicht jucken. Ich bin ja ein bisschen sad, weil die halt so jung gestorben sind, ja? Ja, okay. Verstehe ich, aber ja, mit sowas, also keine Ahnung, so Schauspieler, ey, keine Ahnung. Wahrscheinlich vergesse ich jetzt gerade irgendjemanden, den ich mag, irgendeinen Schauspieler, aber er weiß nicht, das ist nicht so meine Materie. Ja, same. Ich kenne auch niemanden. Ich kann dir sagen, wenn ich jetzt irgendwo auf der Straße bin, ich achte einfach nicht auf die Menschen. Und was ich mir jetzt auch so denke, jetzt wenn einer von denen sterben sollte, dann würde man so denken, okay, schade, ist ja, ich meine, die sind talentiert, kann man nichts sagen, ja. Ja. Und es ist halt ein bisschen schade aufs Talent. Aber ich denke mir auch nur so, Digga, okay. Es gibt tausend andere. Ja, ich finde, bei einem Schauspieler ist, also wenn er jetzt nicht so außergewöhnlich ist, dass man ihn nicht ersetzen kann, aber okay, zum Beispiel, dummes Beispiel, aber nehmen wir an, es würde noch Big Bang geben und Sheldon, der Schauspieler, würde sterben. Den könnte man nicht ersetzen. Ja, ja, okay. Stimmt, das habe ich auch, okay. Aber bei Stranger Things, gut, keine Ahnung, da wird es jetzt irgendwelche Fans geben, die werden da das Gleiche sagen, aber ich als Laie sage, tausch da jeden aus, bockt mich nicht. Aber gut, das bockt mich halt auch einfach, die Serie nicht. Kann ich verstehen. Also keine Ahnung. Ja. Oh, ich habe eine Challenge, komm mal her. Ja. Guck mal, hier durchs Geländer springen und hier wieder auf die Plattform zu landen. Weißt du, hier so schräg. Oh ja, okay, ja, das ist geil. Ich habe halt einfach gar nichts gesehen. Ja, es gibt. Oh, ich hab's geschafft, lol. Wow. Hör jetzt einfach zu. Coole Challenge. Ja, so Big Bang Theory wäre auch sad, wenn jemand von den Leuten stimmen wird. Aber obwohl mir wäre es dann wieder egal, weil die Serie zu Ende ist. Ja, genau, das meine ich ja. Aber wenn. Oh, ich hab's auch geschafft. Sehr schön. Aber wenn es währenddessen passiert wäre. Mhm. Das ist bei, zum Beispiel jetzt bei Fast and Furious, dass der halt gestorben ist, ne? Ja. Ich war nie ein Fast and Furious Fan, das hat mich halt auch so nicht gejuckt, ne? Ich habe auch keinen Teil davon gesehen. ich habe welche gesehen. Die ersten waren ganz gut und die letzten sind einfach, oder was heißt, ich habe ein paar gesehen und dann wurde halt mit jedem Film halt abgedrehter und unrealistischer. Bei mir hat da wirklich Realismus was mit Filmen zu tun. Ja, verstehe ich. Weil ich hasse es irgendwie. Zum Beispiel jetzt Wolverine. Hast du schon mal Wolverine geguckt? Nee, aber ich habe mal so ein Spiel auf dem DS gespielt. Ja, okay, stimmt. Also ich weiß, was das ist. Ja. Ja, es gibt halt auch so unrealistische Sachen, wo ich mir denke, Digga. Ja, obwohl es halt wirklich ein Superheldenfilm ist, was halt nichts mit Realismus zu tun, aber man muss, darf halt nicht übertreiben, was mit dem Unrealismus, ne? Es muss halt schon irgendwo nachvollziehbar sein, was es halt jetzt angeht. Ja, das stimmt. Anders geht's halt nicht. Das ist halt echt schon manchmal schlimm. Ach komm. Mist, ich bin zu weit. Ich versuch's wieder hier auf diese Welle und dann hoch aufs Geländer. Alles cool, ja. Weil man kriegt hier so einen Speedboost, wenn man beide Sticks nach unten drückt beim über die Kante fahren. Ja, so ist das mit den Schauspielern und den Musikern. Das ist eine schwierige Sache. Also unabhängig. Ja. Ja, gut, weißt du, wenn du kein Geld hast, wenn du Koks nimmst, ist das eklig. Ja, alle denken, was bist du für ein Idiot? Wenn du viel Geld hast und Koks nimmst, denken alle, du bist cool, ne? Ja, stimmt. Ist leider so. Ja. Das stimmt. Da gibt es einige. Also ich muss ja ganz ehrlich sagen. Einfach ist. Oh, jetzt komm. Ja. Ja, so, was auch so Schauspiel angeht, ich bin einfach nicht. Ich vergötter keinen. Also es gibt keinen Star, aber ich nicht denke, jetzt vergötter ich jetzt und denke, der ist der beste Mensch der Welt. Absolut nicht. Same. Weil
das ist halt genau so eine Person wie alle anderen. Wir haben vielleicht ein Talent. Jetzt mal zum Beispiel Johnny Depp, ja. Also ich finde, der ist halt echt ein guter Schauspieler und ich mag alle seine Filme eigentlich und feiere ihn auch persönlich, ja. Aber so, okay, das ist halt ein cooler Dude, ne? Mehr ist es nicht. Und man kennt halt jede Menge coole Dudes, die einfach nicht keine Schauspieler sind oder sowas. Weißt du, ich meine so. Ja. Können wir wechseln mal die Map hier. Ja, das stimmt, ja. Oh nein. Jemand gibt Weißt du, Schauspieler, was mir die du gerade nicht leiden kannst. auffällt? Na, Ja, weißt du, was sorry. mir Ja. gerade auffällt? Ich hatte vorhin in GTA 60 FPS-Aufnahme aufgemacht. Jetzt habe ich Skater XL auch nur in 30 FPS aufgenommen. Genau. Ups. Kannst du jetzt Naja, ändern? nicht so dramatisch. Die Folge können Jetzt, wir eh gleich ja. mal beenden, in 2, 3 Minuten, dann kann ich das gut in 2 Folgen aufteilen. Aber jetzt habe ich dann noch eine kurze Frage. Und zwar Ja. gibt es Schauspieler oder Musiker, die du einfach hasst, sagst du so, das sind Hurensöhne, mit denen will ich nichts zu Ja. tun haben. Okay, Ja. erzähl. Aber ich will mir aber hier ja jetzt keine Feinde machen. Ach was, mir gibt doch keinen. Da bin ich mir nicht so sicher. Erzähl, komm, ich will es wissen. Also, eine Musikerin, die ich zum Beispiel überhaupt nicht leiden kann, ist so Billie Eilish. Oha. Ja, ich kann Ja. überhaupt nichts abgewinnen. Das ist so richtige Mainstream-Scheiße, Alter. Das sind Findest mir du? die größten Retards. Findest du? Ja, es ist ein Fact. Okay, interessant. Ja. Ja, Ich finde, okay. dass sie ist keine schlechte Musikerin, Auf aber jeden ich Fall, kann, ja. also die nervt. Ich finde also ich fühle mich genervt von der. Das kann ich nicht verstehen. Die macht halt auf Social Media echt komische Dinge, die ich halt auch nicht verstehen kann. Ja. Aber ich finde halt, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde, die hat sich halt in den letzten wirklich 10 Jahren von der Musikszene abgesetzt. Ja, sie Das oder die Leute, die da dahinter stecken. ja, ihr Bruder halt am Anfang, die erst bei den ersten Liedern. Ja, die hat auch noch einen Bruder. Ja, die ersten Lieder mit ihrem Bruder gemacht. Ach Deswegen, so. das ist, finde ich halt, ich finde das halt das Faszinierende. Die ist halt wirklich nicht älter als wir, ne? Die ist halt wirklich in Ja. unserem Alter, sogar Ja. jünger teilweise, ne? Die ist halt jünger Ja. als wir. Und dass die halt sowas erreicht hat mit ihrem Bruder, ist halt wirklich, da habe ich meinen größten Respekt vor. Und dass die Ja, es das halt auch stimmt. Das durchzieht. kritisiere ich auch nicht, aber die nervt mich als Person einfach. Ja, klar, Und ich kann es wen ich noch nachvollziehen, nicht ja. leiden kann, also wen ich so richtig nicht leiden kann, ist Bad Moms J. Wer, wer, wer? Die kennst du wahrscheinlich nicht. Nee, nee, Du bist also ja bin nicht ich so nicht in so. der Szene. Ja, die geht mir richtig auf den Piss. Die wird aber auch die ganze Zeit bei TikTok verarschen, das finde ich richtig gut. Ja. Ja, ich habe zum Beispiel jetzt mal von Musikern, Und die ich Tom nicht Cruise leiden kann kann. ich nicht leiden. Ja, Digga, aber Digga, ich habe keine Ahnung von Weil er Schauspielern, muss ich fucking ganz ehrlich sagen. Scientology ist. Der Ja. Hund. So, Leute, damit haben wir genug geschwätzt. Wir machen das bestimmt mal bald wieder. Jo, auf jeden Fall. Und schaut bei Spike vorbei. Kanal, Dankeschön. Dings, Link ist in der Beschreibung. Und schaut auf TikTok vorbei. Nein, 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 Da Young heiße ich da. Nicht da, nein. Nee. Da habe ich leider das Passwort vergessen. Hartz Leben ist das. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.